Und damit herzlich willkommen zu einem neuen SimRail-Video, beziehungsweise ist ein kleines Update-Video, denn am 7.4. gab es einen größeren Patch für SimRail. Unter anderem sind da zwei neue Stellwerke mit dabei und wir haben die beladenen Güterzüge und das wollen wir uns heute im Detail mal etwas ansehen. Ja, wir fangen gerade direkt mit dem ersten Stellwerk an, das ist Corito, das ist hier das Stellwerk, es ist recht überschaubar. Schauen Sie natürlich die Umgebung erstmal ein bisschen an, ob man da was Interessantes finden. Ja, hinterm Haus ist man nicht so viel. Der Weg sieht spannend aus. Aber wir fahren jetzt ein teures Auto. Ein BMW ohne Kennzeichen. Haben hier noch ein paar Schilder, wenn wir es denn brauchen würden. Und dann gehen wir mal rein in unsere Bude. Das müsste diese Tür sein. Recht geräubig. Wetter ist wie immer beschissen, aber es rechnet, tut auch tatsächlich jetzt in echt regnen. Und ja, wir haben ja SCS und es ist sehr überschaubar. Wir haben hier zweigleisig, wir können dann hier einmal ausweichen und da oben haben wir einmal so einen kleinen Industrieanschluss, den schauen wir uns dann gleich an. Und ja, in der Stunde kommen hier 6 Züge vorbei. Also es ist eine sehr ruhige Station. Wenn man sich mal hier den Fahrplan anschaut, wer will er was? 1419 kommt jetzt gerade. Das ist der erste für die Stunde. Nummer 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das war's. Das wiederholt sich. Also lassen wir den mal kurz hier durchfahren. Naja, schade, dass ich den gerade komplett durchstellen kann. Das wäre halt ein bisschen praktischer. Ja, es ist halt auch zum Level-Farmen jetzt gerade nicht sehr praktisch. Also wenn man halt in der Stunde halt nur so 6 kriegt. Also beziehungsweise, man kann es halt schon nutzen, aber es ist halt einfach nicht viel los. Deswegen ist es auch als unterste Stufe mit drin. Also ich gehe mal davon aus, dass das Stellwerk, gerade wenn man das Tutorial gemacht hat, direkt spielen kann. Na gut, wir schauen uns jetzt mal kurz den Industrieanschluss da hinten an, was wir da genau haben. Also das sind die Gleise hier so an sich. Überschaubar. Mit diesen tollen Plattformen hier. Was auch immer die gut sind. Und das ist der Anschluss hier. Hat ein schönes Tor, das wir leider nicht aufmachen können, aber wir können wenigstens durchgehen. Und Kopfgleis, Handweichen hier. Bei der Handweichen-Check machen. Ah, die kann man halt immer noch nicht bewegen. Ich hoffe, das kommt irgendwann mal. Und da diese kleine Industrie hier, was auch immer das ist. Mal schauen, ob wir da vielleicht irgendwie ein Easter Egg oder so etwas sehen. Sie haben ja doch recht was zum... Okay. Warum verschwindest du da einfach und warum stehst du überhaupt einfach so da mitten auf dem Ding? Okay, sehr schräg, sehr schräg. Geh mal weiter nach hinten, schau mal, ob wir was Ähnliches finden. Hast du Kollision? Oh ja, du hast... da kann man sich hier raufstellen. Okay. Ich höre irgendwas Komisches von da hinten. Oh, das ist der Zug, der jetzt hier bald auftaucht. Können wir hier rein? Okay, nee, hier haben wir Kollision. Ja, da hinten ist auch nichts Spannendes. Ja, und da kann man doch reinfahren. Okay, komme ich? Oh ja, geil, ich komme hier durch. Ah. Hier geht ja auch noch ein Gleis weiter, sehe ich gerade. Alles klar. Da dürfte aber schon länger nichts mehr gefahren sein, so wie das aussieht. Noch eine Handweiche. Oh, so wie es aussieht, geht es da ganz nach hinten. Gehen wir erstmal dem Gleis hier entlang. Wo gehst du hin? Also sie haben ja wie in jedem Changelog auch wieder reingeschrieben, dass sie
Szenerieverbesserungen gemacht haben, also schwebende Häuser, Gleise etc. gefixt haben, diverse... Ah, okay, hier hörst du dann einfach auf. Diverse Autoverkehr ist verbessert worden. Die Puffer haben jetzt eine Kollision, hatten sie vorher nicht. Bei der ET25 SAP-Anzeige gefixt, bei der ET250 gab es Probleme mit den Türen, das haben sie behoben jetzt. Die KI-Triebfahrzeugführer sollen jetzt intelligenter sein, was auch immer das heißen soll, und inwiefern intelligenter. Und das da vorne ist, glaube ich, das Ende von unserem Gleis hier. Was ist denn jetzt eigentlich mit dem Zug? Kann doch gar nicht so lange unterwegs sein. Ich glaube, der müsste eigentlich von da unten herkommen. Ja, das glaube ich, kommt hin. Auf den würde ich sagen, warten wir jetzt noch. Und dann schauen wir uns das zweite Stellwerk an. Also ich glaube, hier werdet ihr mir sicherlich nicht so oft sehen. So, Signal C. Ein bisschen mehr als ein Kilometer. Ich würde sagen, wir bleiben einfach mal hier stehen. Komm her, Jung, fahr schneller! Schade, dass jetzt kein schönes Wetter ist. Wobei, könnte ein bisschen aufziehen, so wie es aussieht. Ah, weiß ich nicht. Ja, jetzt R. Ah, da unten. Aber hört ihr das komische Hintergrundgeräusch? Das wird irgendwie so ein Motor laufen. Ja, ist er ja. Schade, ist kein Spieler. Ja, aber ich hab mir extra mal so einen Italo-Server geholt. Weil da jetzt die Sachen gerade frei sind. Moin. Und tschüss. Schöne eure City. Okay, also für euch gibt es mal einen kleinen Cut und wir gehen in das nächste Stellwerk. Ja, und damit wären wir auch schon in der neuen Station Duruta. Ja, was ist das hier? Das ist mehr so ein Kreuzungsbereich. Also wir kommen hier mehrere Anschlüsse zusammen. Hier gibt es dann Weichenchaos hier und da müssen wir die Züge entsprechend lenken. Ich würde sagen, ich zeige euch mal die Bude als allererstes. Hier werden unsere Ersatzschilder, wenn wir es brauchen. Die Kollegen sind hier auch draußen. Oh, seit wann hast du eine Cola-Flasche? Oder sowas ähnliches wie Substance. Sowas ähnliches wie Cola. Unsere Autos, leider nicht mehr so geil. Aber immerhin funktional. Hier können wir rauf. Nee, ne? Spannender Feldweg. Wo ist die Tür zu unserer Hütte? Hier, wunderbar. So, wir haben hier Drucktasten. Das sieht im ersten Augenblick ein bisschen komplizierter aus hier, aber es ist eigentlich relativ einfach. Wir haben hier die Anschlüsse. In der Mitte haben wir hier Trabova, Plutni, Joba, also ist ja wie immer falsch ausgesprochen. Und ganz oben und ganz unten haben wir Trabova, Vyshotn, ja. Auf der linken Seite haben wir oben und unten Julius Z. Und in der Mitte ist das Novik Matski. Also ja, es ist überschaubar. Und von den Zügen her, wenn wir uns mal die aktuelle Stunde so ansehen, haben wir hier Einzug, 2, 3, 4, 5, 6 Züge. Auch da 1, 2, 3, 4, 5, sogar da 6. Ja, es sind 6 Züge. Und dabei haben wir einerseits von Trabova, Gornica, ich sage jetzt einfach Trabova W, Trabova P, jeweils nach Julius auf 171. Sprich, das wären Fahrstraßen von den oberen beiden hier nach da oben, wo wir anfangen müssten. Sprich, einfach hier da oben Weichen stellen. Das wären die ersten zwei. Und dann Trabova. Moment mal. Ne, da war ich jetzt. Dann von Julius nach Trabova P zweimal. Sprich, von da unten
nach da oben. Wäre das hier so die Weiche. Und von links kommt dann nochmal was. Da kommt von P nochmal nach Julius, 171. Und nochmal Einzug nach... Ist ein bisschen gerutscht. Darüber. Warte mal, wo ist der Zug? Ah ja, da. Also es fährt ein Zug mal nach B. Zwei nach P. Ja, es ist... Das ist überschaubar vom Fahrplan her hier. Schaut, dass da nur einer in die Richtung runterfährt und zwei nach da oben. Hier mal die Besetztmeldung. Das ist, weil das Gleis da hinten eigentlich gesperrt ist. Wir können uns das mal angucken. Vielleicht sehen wir ja gerade den offensichtlichen Grund, warum es gesperrt ist. Oder... Das ist so ein Ding von den Devs, damit wir auch ja nichts da unten reinschicken. So als Hilfe. Ah, oh, das Gleis sieht aber eigentlich nur ganz gut aus da hinten. Wieso habt ihr denn das gesperrt? Alter, was? 30. Okay, sie haben es auch noch so gesperrt. Okay, hast du eine Kollision? Das ist eine Kollision. Was wohl passieren würde, wenn man da einen Zug mal drauf schickt? Mich ja schon mal reizen. Holy shit. 30. Die fahren hier alle recht langsam. 50 nach da. Sowas finde ich ja dezent sinnbefreit, ne? Wenn da hinten ja eh schon der Prellbock ist. Stichwort Prellbock. Wir könnten gerade mal testen, ob du... Hast du eigentlich die Kollision jetzt? Ist auch Kollision, okay. Hast du Kollision? Hast du auch? Und... Das ist ein echt knalliges Weiß, muss ich sagen. So, das ist die Julius-Strecke da unten. Jetzt habe ich den Namen vergessen. Warte mal, 2. Moment mal. Das ist ja ein Anschluss mehr. Das ist ja hier oben. Ah ja, genau, stimmt. Also Julius hier ganz oben, ganz unten. Sosnovik, Matski da unten. Und dann Sosnovik, Jessor, was auch immer das ist. Ob das Industrie da hinten ist? Wenn ich jetzt mal ganz fleißig bin, dann gehe ich die Strecke da hinten ab und schaue, was da kommt. Wie lange dauert es denn noch bis zum nächsten Zug? Jetzt haben wir es 10:24. Oh. Haben wir richtig davon schon klingelt. Okay. Das ist Traboba, wo habe ich gesagt, wo fährst du hin? Julius 171. Eben da oben weichen. Wie machen wir das? Lassen wir den gerade da oben da drüber fahren. Dann ist ja hier eh alles richtig eingestellt. Was gefällt ihm jetzt nicht? Ach so, ja, stimmt ja. Müssten ja hier auch noch anfragen. WBL1. Was ist denn hier? Oh, da muss man mit aufpassen. Ein bisschen irreführend, dass das halt hier alles so zusammen ist. Und ja, ich weiß, ich müsste eigentlich anfragen. Ist ja eh alles KI hier. Oben, nimm an. Oder haben sie jetzt eingeführt, dass ich wirklich anfragen muss? Ah, na. Okay, wunderbar. Jetzt sollte auch das da gehen. Perfekt. Ja, und das gleiche machen wir dann halt noch von da unten. Dann fährt er halt so hier hoch. Und das war's. Wir haben ja keinen Zug, der nach
Das ist nur wie Kmatski fährt, wenn ich das jetzt richtig sehe. Mal schauen. Nö. Oh, ich freue mich schon auf die Fahrplananpassung, wenn die mal irgendwann kommt, das Thema erst. Also hier kommt irgendwie momentan nie was rein. Wir spielen nur mit dem oben und den unten. Leute. Okay, ich mache mal für euch eine kleine Fleißaufgabe und werde zu diesem Gleis mal hinterherlaufen. Dann, ob ich da was Interessantes finde. Und wenn ja, dann zeige ich es euch. Und wenn nicht, dann sehen wir uns mal in einem Güterzug wieder, der beladen ist. Und schauen, wie das so ist. Also, bis gleich. Okay, liebe Leute, ich war mal fleißig und bin diesem Anschluss da entlang gegangen, der hier noch gesperrt ist. Da hinter der Brücke, da hinten ist unser Bereich eigentlich. Und ich bin jetzt bisher hierher gelaufen. Da hört das Ganze auf und da hinten sind ein paar Scenery-Glitches. Also ist es, glaube ich, nicht dafür gedacht, dass wir hier erstmal weitergehen. Es hört die Szenerie da einfach auf. Da ist die andere Strecke hier. Die hört hier auch auf der gleichen Ebene auf. Aber da hinten, glaube ich, habe ich was Interessantes entdeckt. Da ist ein bisschen Spaß hier hinten. Ja, ein Zug ist da weggefahren. Also ihr seht es, da wurde jetzt nicht wirklich viel modelliert. Ich glaube, das ist das, was sie von der Karte noch importiert haben und erstmal noch sauber machen müssen. Ja, machen wir kurz zu. Aber hier könnte schon das nächste Stellwerk sein. Shit. Komme ich da wieder zurück? Nein! Scheiße, ich bin runtergefallen. Nein, muss ich jetzt wirklich alles nochmal laufen? Ach nee, das ist... Ich hätte auf den Schienen bleiben sollen, aber gut, dann machen wir es halt mal von unten. Mal schauen, was wir halt so sehen. Wenigstens falle ich nicht komplett durch. Ach, schade. Oh. 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 Also da hinten wird es weiter... Ich bin wieder oben. Okay, ja, also ich glaube, so sieht es aus, wenn man sich das von der Karte importieren lässt. Und dann muss man halt alles schön machen. Okay, das ist, glaube ich, hier noch ganz große Baustelle. Hier ist noch nichts schön. Okay, dann wisst ihr das jetzt auch, was da hinten so ist. Mal schauen in der Zukunft, ob es hier mal irgendwann mal weitergeht oder so. So, dann bleibt eigentlich nur noch eine Sache. Wäre das nämlich der beladene Güterzug. Schauen, bis ich der zu fahren ist und schauen, ob ich den auch überhaupt so schnell erstmal finde. Also, bis gleich. So, liebe Leute, ich habe einen Güterzug gefunden. Und zwar ist es der Güterzug aus Katowice, aus der Richtung, der zweimal diese lange PTs hier hat. Und der hat eine Ladung hier hinten drin. Kohle oder was auch immer das sein soll. Leider habe ich keine Statistik von dem, wie schwer der Zug ist, aber... Mal schauen, wie sich das jetzt verhält beim Anfahren und Bremsen. Und ob man das Gewicht halt überhaupt merkt. Ich muss sagen, ich bin jetzt, also der ist jetzt hier gerade reingerollt, als ich reinkommen bin. Ich habe da jetzt mal ein bisschen reingebremst. Und ja, also wirklich viel habe ich jetzt da noch nicht gemerkt. Ich meine, sollte eigentlich schon ein bisschen pushen von hinten. So, und der Kollege, der fragt jetzt gerade mal nach bei Benzin, ob ich schon mal früher losfahren kann. Und dann werden wir mal schauen, ob wir das jetzt irgendwie merken. Ich bin jetzt hier auf dem DE3-Server. Sind vor allem wieder die Ordensleiter unterwegs, anstatt Lokführer. wen haben wir denn da? Der Kaffeesatzleser. Stefan haben wir auch schon ein paar Mal gesehen. Scooter Blue. Mal gucken. Also, wenn ich jetzt hier ewig lang stehen bleiben muss, dann werde ich ja natürlich für euch einen Cut machen. Also, Wartesimulator müssen wir ja nicht spielen. Oh ja. Die Wagen schauen aber von der Textur jetzt nicht anders aus. Weil sie haben gemeint, sie haben gewisse Sachen angepasst. Oh, Benzin, wir quatschen. Das Benzin hört man aber nicht. Ach, schade, ich kann hier nicht rauf. Okay, schade. Schade. Gehen wir wieder nach drinnen. Halt, so. Ja, ich glaube, im Moment einmal.
Es ist so ein Oberflächending. Oh, schade. Ja, aber gut. Jetzt vermutlich nicht anders gemacht. Ja, dann. Ich würde gerne fahren. Bitte, danke. Oh, geil, ich darf fahren. Ich hab's lösen. Go. Besten Dank. So. Komm, löse dich. Hallo. Komm, drück weg. Warum gibt es jetzt sogar Leistung? Machen wir es mal so. 60, 40, 26. Ja, hört. Ja, ich habe einen Setup beziehen. Möchtest du durchfahren oder halten? Ah, du fahren wir jetzt geht. Alles klar. Also ich würde sagen, man merkt, dass ja, ich... Vielleicht noch zur du wirst vor die gleichen Regio haben, beziehungsweise eine S-Bahn. Kann sein, dass du ab und zu auf Falk rauf fährst. Alles klar, weiß ich Bescheid. Ja, doch. Ich weiß nicht, mir kommt es zwar... Mir kommt es jetzt zwar so vor, als wäre nicht das ganze Gewicht drauf, aber sie muss schon ziehen. Aber ja, das könnte auch so passen. Das ist, fühlt sich jetzt nicht extrem schwer an. Schauen wir, es beim ersten Mal bremsen ist. Fahren wir mal ohne Tempomat jetzt hier. Aber ist doch schön, wenn wir jetzt diese Mega-PTs nicht haben. Nice. Blöde Nebelsuppe. Sieht man das Ende hier nicht. Komm, zieh drüber. Cool. 80. Ja, dann. Wir haben auf 80% Leistung. Nicht am Durchrutschen, oder? Ich glaube schon. So, und dann machen wir 70%. Da war die Ankündigung mit der S-Bahn. Ja, okay, doch. Das gebe ich bremst aus. Dann kann ich ja gerade wieder rollen hier. Bevor mir die S-Bahn ist. Ja, stimmt ja, da war ja was mit Typen. Ein Punkteabzug. Ja, aber gerade dezent zu früh. So.
Leistung hier. Auch die Konsens sind, dass wir hier alles ausfahren. Ich wäre sogar froh, wenn man es auf die S-Bahn irgendwie hinkommt, damit ich einmal richtig unterbremsen muss. Oh, das wunderbare Stellwerk in Beijing. Ach, was wir hier schon alles an Spaß gehabt haben. Sieht noch genauso aus, wie ich es in Erinnerung hatte. Ich habe das Gefühl, die Performance ist ein bisschen schlechter. Weil ich springe so zwischen 30 und 50 FPS. Das ist nicht wirklich konstant. Oh, grün. Lass mal vielleicht doch mal ein bisschen schneller fahren. Immer 50%. Haben sie eigentlich hier an den Gleisen irgendwas gemacht? Ui, ich glaube, das ist neu. Ich glaube, die waren vorher nicht da, oder? Ich bin halt schon länger nicht mehr gefahren, aber ich glaube, das hier ist neu hier. Aber da kann ich mich auch täuschen, müsste ich mal ein altes Video von mir angucken. Wobei, da sind wieder solche Übergänge wieder total beschissen. Aber ja, das sind Details und in der Strecke. Solange da alles gut ist. Und ich meinte, ich habe jetzt auch die Strafe nicht mehr gekriegt, dass ich einen PT nicht gemacht habe. So, ist denn in dem nächsten Stellwerk einer? Ne, hinten der Rot, da sitzt der Nächste. Da steige ich durch. Ha, wieso kann ich das nicht weiterziehen? Das ist so doof. Aber ich glaube, ich fahre da noch durch. Bei der Roter. Passt eigentlich eh ganz gut. Dann sehen wir das nochmal aus Zugperspektive. Die S-Bahn. Mindestens vom Abstand. Wer könnte das sein? Einer von denen hier. Das wird vermutlich der 40619 sein. 3,84 Kilometer. Da verändert sich auch irgendwie gar nichts mit der Distanz, aber bei ihm auch nicht. Ja, doch wieder grün. 4,32 Kilometer. Also die Außengeräusche könnten Tick hinaus sein. Ich bin froh, dass wir da nicht zugedröhnt werden. Aber so ein kleiner Tick lauter könnte es sein. Yes. Wieder umgesprungen. 5 Kilometer. Moin! Achso, ja, weil KI nicht angezeigt. Ah, 11.920
geplante Durchfahrt. Ich bin zu früh. Nicht durch. Route 8,79 Kilometer. Oh oh. Nicht gut. Alt erwarten. Oder auch nicht mehr. Also Bremsen ist Dampfhammer-mäßig, finde ich. Geht aber schnell nach unten. Möchtest du da bitte aufhören, mit der E-Bremse zu bremsen? Dass die halt immer noch so lang nachzieht. Dö. Immer noch kein Gas, komm. Gehen wir mal auf Null. Ciao, Kollege. Ja, wisst ihr was? Jetzt machen wir meine Schnickersvorgabe erhöhen. Halten gesenkt. Komm, machen wir das mal auf 4. So, dann passt es. Haben wir auf 70 eingestellt. Was zu viel Schmack ist für dich? Mal ein bisschen. Was hat die Lok jetzt? Irgendwie schräg. Na gut, aber das ist ja eh ein kleines Update-Video. Ich bin jetzt da nicht die ganze Strecke mit dem Güterzug fahren. Ich glaube, das wäre dann tatsächlich mal wieder eine Idee für einen Sim-World-Stream. Dass wir eventuell in Tirol da mal kurz was machen und dann mal einen Güterzug mit Beladung mal fertig fahren. Und zu schauen, ob ich damit dann auf der ganzen Strecke dann klarkomme. Aber ja, schön ist es endlich da, dass wir halt ein bisschen eine Challenge haben. Jetzt wäre dann doch cool. Vielleicht noch Doppeltraktion kriegen und dann natürlich Turbokiebel. Wenn wir 3D-Modelle haben wir gesehen. Die wären schon nice. Und natürlich die Dampflok sowie der neue Fahrplan. Wobei, der ist am wichtigsten. Ja, wobei, das ist am wichtigsten. Das ist mit wichtig. Aber allermeisten freue ich mich auf den Turbokiebel. So, das wäre erstmal mein Einblick in das neue Update, was am 7.4. rausgekommen ist. Gerne euer Feedback zu dem Update. Und auf was freut ihr euch eigentlich am meisten, was in der Zukunft dann rauskommen soll? Schreibt das mal in die Kommentare. Und bis dahin wünsche ich euch mal eine gute Fahrt. Bleibt gesund. Bis bald. Ciao. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.